Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir haben uns in der letzten Folge hier beim Juwelenonkel den mobilen Ätherofen geholt. Dadurch können wir nun hier im Menü Juwelen schmieden und haben ganz normal sein Menü, so wie wir es kennen, jetzt hier auch zur Verfügung. Das ist ein Ohnmachtsmut. Ja, steigert Mut bei Angriffen auf ohnmächtige Gegner. Auch interessant. Eigentlich wollte ich hier die Sortierung mal ändern. Das ist natürlich auch mal interessant. Hoppala. Da habe ich vergessen, beim Rendern den Erinnerungston so auszuschalten. Und der zweimal, warte mal, Stärke hoch und Stärke runter. Erhöht Stärke. Chance, dass Autoangriffe gegnerische Stärke senkt. Ah. Wenn ich den nehme. Ja, wenn wir Glück haben, kriegen wir noch Wut hoch und Stärke hoch nochmal. Ich glaube, ich werde bei... Nein, Ryan und... Obwohl, er ist gut. Probieren wir es einfach mit den beiden. Consider it done. I'm all over that. Like this to you. Yeah. Like this to you. All right. Like this to you. Woo. Like this. All righty. Yeah. Like this to you. All right. All right. Good job. Haben wir es leider nicht ganz geschafft. Ein Zylinder haben wir noch. Ich nehme mal den Wutkristall, weil Stärkekristalle haben wir schon. Nett. Haben wir wieder ein Gewehr geschmiedet. Das könnte ich auch mal außerhalb der Folge machen oder so. Da komme ich wahrscheinlich nicht rein. Aber hier vorne gibt es eine rote Questmarkierung. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Yes? So, Leopold. Was sagt ihr da? Sylvain hat für Herrn Presser gearbeitet? Die ganze Zeit schon? Es war alles geplant? Dass Sylvain mein Geld ausgibt? Und dass ich so mehr und mehr Geld leihe? Damit er mich dann mit Rückzahlung ausbeuten kann? Nein, unmöglich. Sylvain ist einfach eine anspruchsvolle Frau. Und ich habe genug Geld, um sie zufriedenzustellen. Das ist alles. Aber wenn Herrn Pressers Ruf den Bach runterginge, dann wären auch all meine Schulden getilgt, oder? Das wäre natürlich ein willkommener Zufall. Tut mir leid, wenn ich mit der Tür ins Haus falle, aber ich brauche süßes Raubgift und ihr müsst es besorgen. Dann redet ihr mit Herrn Presser und versteckt es in seiner Tasche. Wenn man das Gift bei ihm findet, ist er geliefert. Und dann schreibe ich einen Artikel darüber. Das wird sein Geschäft nicht überleben. Also, ich hätte auch mit ihr einfach reden können. Naja. Aber süßes Raubgift, dass wir das noch nicht haben? Achso, ich hätte die...
Ich hätte mit ihr reden können oder ihm die Fakten geben können. Mit Rate hoch, wäre auch nicht schlecht. Ah, jetzt hier die Tür offen. Sehr angenehm. Ja, aber natürlich kenne ich die beiden nicht, die ich hier bräuchte. Das ist ja die Katana-Sammlung hier. Also ich dachte jetzt ein grünes Item. So, aber hier wüsste ich jetzt nicht, dass wir noch irgendwo so einen Bossgegner haben. Das Vieh da unten haben wir ja schon besiegt. Dann würde ich einfach sagen, gehen wir wieder zum Grenzdorf. Die ganzen Etagen kennen wir alle nicht. Und erkunden hier mal etwas weiter. Das sieht hier so komisch. Danke. Du hast die Quest. Bin ganz eingestäubt. Wer Pollenkugellampen sauber macht, kriegt Pollen ins Gesicht. Recht für Tar. Brauche Gesichtskur. Ogamasken. Typen mit Masken in Magna. Alle schlechter Tar. Was sonst? Gut. Also das. Hab mich gewundert, was ist das für ein Pilzsymbol oben auf der Minimap? Das, wo ich da gerade mit dem Pfeil drauf zeige. Das ist einfach nur das Ladensymbol mit dem Questmarker dran. Was hast du denn? Oh, das wäre für alle außer ihn besser. Und es gibt Blutungsschutz, aber oi. Ihr seht gerade, wir haben kein Geld mehr. Dann. Also links. Ach, Geduldsgewehr kann ich nicht mehr verkaufen. So, Juwelen will ich nicht verkaufen. Und jetzt haben wir, naja, 18.000, also. Guck ich lieber hier nochmal. Ah, okay. Das sind jetzt die ganzen Talente, die wir für unseren neuen Begleiter dann bräuchten. Erweiterte Rikis Technikstufe. Das ist nämlich unser nächster Begleiter, der gute Ricky. Hallo? Hunger. Das klingt, als steckst du in Schwierigkeit. Will Pilze essen. Seetangpilze sammeln. Riecht Dschungelärmel und Blutung 2. Wahrscheinlich mehr Blutungsschaden, den ich mache. Seetangpilze wären gut. Habt ihr jetzt Jungpan auf dem Magna gesehen? Blaue Pilze, rote Pilze, Pilze rein in meinen Magen. Große Pilze, kleine Pilze kann ich allen gut vertragen. Los, bringt mir Pilze. Schnell. Und 2 von 8 haben wir sogar schon. So, was gibt es hier? Ah, hier geht's in die untere Ebene. Der Untergrundspeicher. Sogar mit so einem kleinen Flusslauf.
Ja, somit hat die Kolonie hier permanent Frischwasser. Wenn ich nicht mit meinen Drecksquanten dadurch latschen würde. Hier ist aber gleich die Küche. Also knuffig klein. Ja, aber anscheinend brauchen sie Vorräte. Hab mein Lichtball verloren. Hab ihn so gern hin und her gekullert. Was, wenn der kaputt ist? Bitte helft suchen. Und grenzt auf den Lichtball finden. Zerbricht. Dieses zerbricht, wenn irgendwas ist, ist wahrscheinlich, dass ich nicht irgendwo runterspringen darf. Dass, sobald ich Schaden nehme, ist das Ding kaputt oder so. Die Einkaufsstraße. Ich finde es ja cool, dass hier alles in dem Baum drin ist. So, hier hätten wir einen Waffenhändler. Du hast auch Bücher. Tarnhaltung. Ach, hier ist der eine Farikis Waffe. Eine Bombenkanone ist nichts für sie und der schwere Wächter wäre jetzt auch nicht unbedingt was für ihn. Gehen wir mal weiter. Das ist die Pollenlagerebene. Und hier ist das Pollenkugellager. Ja, und dann komme ich wieder zur Einkaufsstraße. Na gut. Ich will aber weiter nach oben. Und davon mal hier. Bisschen verwirrend hier. Aber hier ist schon die mittlere Wohnebene. Sogar mit Ausblick hier in den Wald. Nicht schlecht. I can feel the power. Ah. Holzfabrik entdeckt und eine Stufe aufgestiegen. Jetzt wahrscheinlich ein Gespräch mit Ricky dann. Hier noch gucken. Irgendwo muss ja noch so eine kleine. Ah, hier ist Rickys Haus. Na ja, komm. Kenn ich natürlich nicht. Da denke ich aber, entweder hat er eins von den Häusern oder das ist alles sein Haus. Archäologie-Ebene. Jetzt brauchen wir immer noch diesen kleinen Spieleball. Das ist eigentlich die Mission.
Achso. Melja im Dorfsohn. Also hier wird es weitergehen. Ah, okay. Deswegen haben wir keine Markierung oben auf der Karte. Je nachdem, welche Quest angewählt ist, führt der einen dorthin. Was hast du hier? Ich bin Experte fürs Angeln, aber nicht Experte fürs Wiederfinden. Hab meinen Angelhaken verloren. Na toll, find den mal. Wollte damit großen Robter fangen. Wo ist Haken nun? Den Robter-Angelhaken finden. Muss noch Verbesserungen daran vornehmen. Nicht verwenden, wenn gefunden. Wisst nie, was ihr damit fangt. Also noch so eine Suchmission. Das Schöne ist, die ganzen Such-Items kann man ja vorher schon finden. Höllenkugelmaterial geraubt. Gelbes Blumenfeld kaputt. Schild von fiesem Krabbelvieh. Ihr seht stark aus. Bitte helfen. Nur nachts anwesend. Aha. Großes Krabbelvieh kommt nachts im Blumenfeld aufzufressen. Mag nicht das liebe Sonnenmännchen. Dieses Biest ist das. Okay. Na, guck mal, hier haben wir doch schon die erste Sache gefunden. Angelhaken oder Bällchen? Das ist das Bällchen. Es gibt nur noch dieser Hopptare-Angelhaken. Ah, hier ist das Haus des Oberpon. Das ist sie wahrscheinlich. Okay, da oben ist die Hauptquest, da will ich noch nicht hin. Hallo. Sich selbst knuddeln? Komischer Mottenpon. Liebt sich selbst. Braucht dringend Freundin oder Pauchenpon. Immer so kalt und einsam in Haya. Will Haustiere zum Kuscheln. Bitte fangt Aschefüchse. Okay. Will mit 4 Aschefüchsen auf einmal kuscheln. Vielen Dank für Hilfe. Und einen haben wir auch schon. Hier geht's wieder runter. Da drüben geht's hoch. Da vorne steht sie. Der Prophezeiungsraum. Das können wir auch noch nicht. Ja, wir können jetzt hier erstmal alle Orte. Der Wipfelsee klingt dann nach einem Ort, wo man einen Angelhaken hätte verlieren können. Aber auf jeden Fall cool, hier oben auf dem fetten Baum, der für die gleich ihre Stadt ist, so einen See zu haben. Leider keine Items hier. Obwohl. Denn eventuell. Hatte Eidechsen als Haustier, aber Mama Pon hat aufgegessen. Wie giftig aussehen der Echsen, damit Mama Pon nicht isst.
Bitte fang Pseudogift-Echsen. Okay. Werde Mama Pond sagen, dass ganz gefährliche Gift-Echsen. Dann wird sie nicht wagen, Echsen zu essen. Ja, aber wird dir auch wahrscheinlich nicht erlauben, diese zu behalten. Da liegt wahrscheinlich der Angelhaken. Hab Angelhaken gemacht, genau. Hab probiert, Robter zu angeln. Aber Robter zu schwer. Hat er mich geangelt. Gut, hätten wir schon mal wieder zwei Quests erledigt. Läuft doch gerade. Und wer gibt's hier nicht? Du hast was zum Tauschen. Bergsperr. Ja. Oder Noppen Shorts. Die nicht besser sind. Na gut, dann wird's wohl Zeit für die Hauptquest. Darf ich mir das hier noch anschauen? Ja. Kennen wir aber nicht. Melia, you're welcome to come with us. Is it true? Were you alone in the forest? That thing must be stopped by my hand. This is my pledge to those that have died. Is it wounded? I see. The Telethia is hurt and lies in rest. Wounded by a girl. Wounded by a girl? You don't mean you're going to fight the Telethia? How do you know of the Telethia? Ja, wir kennen da so wen. When I went to collect the ether crystals, some Telethia attacked me. I managed to destroy them and get away. You defeated Telethia? Who are you? The Monado. So that sword can... To tell the truth, they were the Telethia spawn. Someone told me the primary Telethia is healing somewhere in the forest. It was you, wasn't it? You hurt the Telethia. It... Melia? The Telethia escaped from our homeland, and I am tasked with killing it. It cannot remain free. For the sake of my people and the Noppon, it must be stopped. Gemeinheit, Ehre und Kampfgeist. Melia, we can help you defeat it if you like. Out of pity? No. Aus Freundschaft. Why then? It's just... I want... Speak, Shulk, or I shall be forced to summon the Noppon chief to interpret for me. I would like to help. What could you possibly gain from aiding me? I saw it. At the top of a black tower, you and I were fighting together. Fighting that faced Mekon. I also saw you fighting a huge Telethia. It threw me the first time and all. Wo kommt ihr jetzt aber mehr? Ach nee, ihr rennt ja immer mit mir mit. Forgive me, Shulk, but what are you talking about? Shulk can see visions of the future. See the future? And you expect me to believe this rubbish? Ja. Ich hoffe, du glaubst das und ja, so reagiert jeder beim ersten Mal. Believe what you want, lady. Same as I tell all the non-believers. Ja, das stimmt. That'll be me then. Ja. Oh yeah. In any case, the only reason we got this far was because of Shulk's visions. Ja. If Shulk says he saw you in a vision, then you must be important to whatever happens next. And if you're tough enough to fight a face Mekon, you're all right in my book. You've got my vote. A lady should not go unaccompanied onto the battlefield. Gut gesprochen, dann Ben. Excuse me?
I am quite capable of dispatching the beast alone. I require no assistance of any kind. Ja. Als Heiler und Unterstützer. My dear, I apologize, but I could not help overhearing. Their offer sounds quite reasonable. Na, wenigstens einer, der auf unserer Seite ist. The danger extends much further than our small dwelling. Machna itself is at risk. And we shall provide you with the finest warrior of our clan. Yay, Ricky. Chief Dunga, I... No need for thanks. He is the equal, if not better, of the Hom Hom. You do know we're listening. The chosen Nopon hero will await you below. I shall go ahead and prepare him. Please excuse me. A Nopon hero. Now this I have to see. Ich find's aber auch schön, dass der oberste Nopon eine kleine Sache angewandt hat, sag ich mal. Als sie sich beschweren wollte, ist er ihr ins Wort gefallen und hat gesagt, ach, ist doch nichts zu danken, ist doch selbstverständlich. Womit sie nicht weiter meckern konnte, weil somit ist es seine Entscheidung, ihn mitzuschicken, ob sie will oder nicht. Don't be like that. Let's meet him first. Und wenn ich richtig... Also im zweiten Teil ist der Nopon gar nicht übel, den man da mitnehmen darf. Ja, weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe... Weiß gar nicht, habe ich Ryan damals ausgetauscht? So, jetzt haben wir wieder wen in der Reserve. Da frage ich mich ja. Nehmen wir einfach mal Erstschlag. So, sie hat blaue Flamme plus. Und ist Experte für blaue Flamme. Naja. Probieren wir es einfach mal. Okay, let's get on with my forte. Hope this works. This should do for the moment. Aber ich muss sagen, ich finde bisher Shulk und Ryan, also erst Ryan, dann Shulk, besser. Da geht die Harmonie zwischen dem, was doch erstmal ansteigt. So, dann wollen wir doch mal wieder runtergehen. Ich sehe in die andere Richtung. Wird uns sogar außen lang. Das, ich könnte wahrscheinlich auch hier einfach runterspringen, aber ein bisschen hoch. Aber da haben wir jetzt eine ganze Folge damit verbracht. Ja, das Dorf zu erkunden. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch etwas größer. Ah, hier hat man wieder eine Quest. Wollte Freundin Blumenreif schenken. Da kommt Petrus und frisst Blumenreif einfach auf. Sicher unverdaulich, sicher irgendwo im Dorf runtergefallen. Bitte suchen und mir bringen. Den Blumenreif hin. Okay. Werde natürlich waschen, bevor ich Freundin schenke. Ihr guckt komisch. Was Problem? Ja, wenn viel Handwerksarbeit drin steckt, dann will man den lieber zurückhaben. Aber manchmal wäre es vielleicht besser, die Sachen einfach neu zu machen.
Halt, wenn man dazu in der Lage ist, etwas neu zu machen. Alle beschäftigt, Pollen aus Magna zu bringen. Aber Frühlingswind Solos läuft Musch vorbei und Pollen überall hin verstreut. Großes Problem, jemand muss ihn aufhalten. Frühlingswind Solos ist wahrscheinlich auch wieder so ein Elite-Gegner. Gibt 26.000 Münzen. Danke, Pollen. Pass auf, dass Hom Hom nicht wegweht. Nicht wegwehen. Da in die Mitte wollen wir wieder hin. Aber ich sehe den Blumenreif halt nicht. Aber egal. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.